Hallihallo meine lieben Zuschauer und herzlich willkommen zum heutigen Video. Heute spielen wir das Spiel Monster Sanctuary. Wenn euch das Video gefällt, lasst einen Abo und ein Like da und ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit dem Video. Ja Leute, und damit herzlich willkommen zur heutigen Folge von Monster Sanctuary. Ja, beim letzten Mal haben wir sehr viel geleistet, ne? Und ich falle hier immer noch durch den Boden. So, bitte, ich will die Kiste, danke. Hier rechts haben wir den Bereich noch nicht ganz fertig erkundet, das will ich eben kurz noch nachholen und dann können wir unten weitermachen. Letztes Mal haben wir auch zum Schluss noch Sven weiterentwickelt und dadurch den ultimativen Sven, glaube ich, erhalten. Also wir werden spätestens in einem Kampf merken. So. Soll ich hier unten noch ein bisschen was geben? Hier kann ich die Wand zerstören, das sehe ich ja jetzt schon. Wo bist du, mein Wandbrecher? Da. Da war nur ein Item drin. Okay, dafür kann ich hier meinen Keil benutzen. Die bringe ich mal eben kurz um. Leute, den Kampf habe ich geschafft. War recht easy. Weiter geht's. Was werden wir hier unter Wasser noch finden? Eine weitere Truhe auf jeden Fall mit Rauchbomben. Das unnützte Item, was es in diesem Spiel gibt. Im Ernst, ich benutze die nie. Jeden, den ich treffe von den Gegnern, mache ich auch fertig. Warte, ich muss einmal auf den Boden. Hat funktioniert. Für eine Muschel. Okay. Dafür habe ich meine Zeit gerade geopfert. Für eine Muschel. Findet sich hier noch was Nützliches oder habe ich meine Zeit komplett verschwendet? Hier ist ein Angler. Oh, hier ist ein Sammler seltener Muscheln. Ah, ich muss an verschiedenen Orten so ganz seltene Muscheln sammeln. Die sind ganz schwer erreichbar, sagt er. Oh, und eine Beutekiste. Die wird direkt geöffnet. Eine Krone! Muss ich jetzt aufbessern, damit die nützlich ist. Ja. Schwimmen. Go. Nein, ich habe keine Muscheln für dich. Ich muss 5 Muscheln finden, okay. Dann habe ich ja in diesem Biom noch was zu tun. Okay, jetzt brauche ich das bessere Fliegen. Da müsste ich eigentlich drankommen können. Noch eine Beutekiste. Eine Orange. Eine Orange. Da ist noch eine Kiste. Dafür muss ich oben lang. Und ich bin einmal komplett ins Wasser gefallen. Wird doch überhaupt nicht ätzend zu schneiden. Nein. So, hier muss ich jetzt drunter. Hier und... Abse. Für Bronze. Ich bin für Bronze da lang geklettert. Das, was ich bei dem Typen für 80 Gold kaufen kann. Weg damit eigentlich. Das hat sich ja überhaupt nicht gelohnt. Dann gehen wir jetzt hier nach links.
Mit dem Fisch können wir jetzt Strömungen ignorieren. Muss deswegen eigentlich nochmal links hin. Oh, eine seltene Muschel habe ich schon mal. Eine von fünf. Er kann besser, nicht schneller schwimmen. Naja, ich kann mich ja jetzt hier frei bewegen. Schalter, das verspricht schon mal gut zu werden. Easy. So, das war die zweite seltene Muschel. Ich sehe schon, das ist die Muschelfolge. Oh, Eis brauche ich. So. Du bist was Schweres. Ich kann dich aber nicht kaputt machen. Ich brauche Tackle, oder? Und ich glaube, Tackle habe ich weggeworfen. Verdammte Kacke. Und was wetten wir, dass da eine seltene Muschel drin ist? Ich bringe bis zur nächsten Folge, vielleicht sogar erst nächste Woche, einen Typ mit Tackle eben kurz hierhin. War auch dumm von mir, den Tackle-Typen rauszuschmeißen, wenn ich ehrlich bin. Nee, den kleinen Kampf, den brauche ich jetzt nicht. Popo-Juwel. Oh, hier kann ich wieder irgendwo durch den Boden. Ich habe jetzt gar nicht gesehen, was ich gekriegt habe. War das noch eine seltene Muschel? Ja, ich habe drei. Mit der da rechts wären es wahrscheinlich dann vier. Also eine muss ich noch finden. Da ist jetzt bestimmt die nächste. Ah nee, ich kann hier gar nicht durch die Wand. Oder vielleicht doch. Mann. Ja, rechts haben wir dann eigentlich soweit fertig erkundet. Die seltenen Muscheln sind halt an schwer erreichbaren Orten, auch wenn ich jetzt nicht unbedingt das nachvollziehen kann, dass sie schwer zu finden waren. Ein großer Trank, den kann ich immer gebrauchen. Ich muss auch noch bei Gelegenheit noch ein Dodo-Ei holen. So, jetzt konnte ich ja perfekt hier runter. Kann ja jetzt bestimmen, wo ich durch kann. Also Strömungen sind jetzt eigentlich komplett unwichtig geworden, weil ich einfach gegenschwimmen kann. Und hier ist bestimmt jetzt noch eine. Ja. Eine Muschel fehlt noch. Aber ich glaube, ansonsten habe ich jetzt hier soweit alles erkundet. Ich weiß, wo ich die nächste Muschel finde und kann sie dann in den Fischer bringen. Muss aber erst einen Typen holen, der Tackle kann. Vorher wird's nix. Naja. Ich denke mal, dass wir stark genug sind für das Biom. Ich habe ja letztes Mal so hart gegrindet. Da sollten gar keine Probleme mehr da sein. Ich kann schwimmen, schwimmen, schwimmen. Vielleicht ist auch hier die seltene Muschel. Kann ich die heute schon abgeben? Und hol das Teil fürs Tackle einfach irgendwann demnächst. Kiste. Phönixträne. Oh, es geht noch viel weiter. Okay. Wir sind wieder oberirdisch. Und ich muss kurz ein paar Viecher platt machen. Ah, ich habe meine Muskelflosse. Ein helles sogar. Ich meine, die waren aber unnütz. Oder? Warte mal, ich kann hier eben kurz im Monsterbuch nachgucken. Ja, die Muskelflossen sind unnütz. Hey, ich wäre da oben. Oh, du bist es. Das Schicksal ist wahrlich eine strenge Gebieterin. Steck hier unten fest. Das Schicksal in totaler Einsamkeit zu verhungern.
vor Augen. Und gerade als ich einen Hoffnungsschimmer am finsteren Horizont erkennen glaube, hör nicht auf ihn, wir brauchen deine Hilfe. Wir kommen alleine hier nicht hier raus. Aber renn nicht einfach in diese Höhle, wie wir es getan haben. Du brauchst ein fliegendes Monster und damit meine ich eins, das verbessertes Fliegen beherrscht. Was mein treuer Weggefährte sagt, stimmt. Was uns gefällt oder nicht, du bist unsere einzige Hoffnung. Ich kann dir allerdings verraten, dass es an der östlichen Klippe des Horizontstrands fliegende Monster gibt, die ihren verbesserten Flug beherrschen. Du musst also nichts weiter tun, als dir eines von denen zu holen. Das sollte doch vorher hoffentlich nicht so schwierig sein. Ich habe das gemacht, bevor ich überhaupt hier war. Wir sollten ihm wohl helfen, oder nicht? Auch wenn es Leonard ist. Ihn dort unten zu lassen, wäre grausam. Wir haben ein Monster, das den verbesserten Flug beherrscht. Hätten wir sie. Ich kann es nicht glauben. Ich wurde tatsächlich von dir gerettet. Hast du nicht kürzlich erst dein erstes Monster bekommen? Ich glaube, was er dir damit sagen will, ist... Danke. Hm. Weil würde ich jetzt wohl nicht gehen. Wenn du es nicht gewesen wärst, wäre bald jemand anderer vorbeigekommen. Wie dem auch sei. Ich schätze, jetzt bin ich dir etwas schuldig. Julia glaubt, dass sie den Eingang zur Schatzhöhle gefunden hat. Er ist im Gebiet unter Wasser, direkt unter uns. Aber sie glaubt, dass man drei Leute braucht, um den Eingang zu öffnen. Du kannst uns dabei helfen. Natürlich. Lasst uns den Schatz finden. Okay, sieht so aus, als würden wir dem Schatz näher kommen. Ja, ich würde aber trotzdem gern einmal darunter. Weil irgendwie soll man hier doch reinkommen können. Es ist doch nicht einfach nur zur Zierde da. Ja doch. Ich sehe doch ganz genau, dass man da irgendwo rein kann. Wie wir da wohl reinkommen? Erstmal Puffy. Brauchte meinen Pufferfisch. Wieder hier durchschwimmen. Erstmal in den Stachel rein. Nochmal in den Stachel rein. Alles so geplant. Ein drittes Mal in den Stachel rein. Das ist alles geplant, Leute. So. Jetzt nach unten. Ich würde gern heute noch sehen, wie sie das öffnen. So, und zu dritt können wir das Ding ja öffnen, ne? Das muss der Eingang zur Schatzhülle sein. Ich weiß es einfach. Ich habe nur eine Ahnung, wie wir sie öffnen sollen. Nur keine Ahnung, Entschuldigung. Ich bin mir ziemlich sicher, dass diese Schalter auf dem Boden der Schlüssel dazu sind, oder? Genauer gesagt, wir sind die Schlüssel. Es braucht drei, um den Schlund der Bestie zu betreten. Weißt du noch? Also stellen wir uns doch mal auf diese Bodenschalter und sehen, was passiert. Okay, versuchen wir es. Weil es ist ja nicht so, als ob ich da einfach einen Block draufsetzen könnte und der andere sich draufstellt. Unglaublich! Wir sind bestimmt die Ersten seit Jahrhunderten, die diese Höhle betreten. Sehen wir nach, was drin ist. Hey! Warte mal! Wir haben uns auch ein paar dieser Schätze verdient. Ja, haben wir. Aber diese Schätze schauen wir uns erst beim nächsten Mal an, Leute. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zusehen. Wenn ja, lasst ein Abo und ein Like da. Und ich wünsche euch jetzt noch einen schönen Tag. Tschüss.